Herzlich willkommen bei DorfTV. Auch dieses Jahr waren wir wieder auf der Manticon. Das Wetter war schön, die Runden waren klasse. Wir hatten viel Spaß hier. Ich zeige euch jetzt ein paar Impressionen und danach kann euch Nick noch ein paar abschließende Worte sagen. Viel Spaß. Mal wieder der Freiheit entgegen, zu Kunden den Seeweg auf mehr weiten Wegen. Wir laden mit gerade errungener Fracht, haben uns durch Fortuna mit Segen bedacht. So hatten wir ein Dutzend Fassäulen an Bord, so tief war der Seegang, so voll war der Hort. Da hieß es, der Kapitän den Frachtraum zu leeren und uns zu füllen, den freudigen Launen zu wehren. Ich und ein Fass voller Wein und ein Morsche Salz zwischen mir und den Fischen. Ich und ein Fass nur allein, dem Himmel entrissen und aufgeschissen. Es könnte noch viel schlimmer sein. Und mit unserem Kahn in die Tiefe gesunken. Nur wir überlebten im Frachtraum geschlossen und haben unser Schicksal in Ehren begossen. So sitzen wir hier zwischen Goldschmuck und Tod, haben Umdruck und Luft und auch Ratten genug. Wir würden uns fürchten, wären wir hier allein. Doch haben wir ein Krug und ein Fass, was friedlich und rein. Janik, die zweite Manticon ist ja jetzt zu Ende. Sag doch mal ganz kurz, wie fandest du es? Ja, also ich fand es spitze, aber die Frage ist natürlich, wie fanden es die Gäste? Aber ich glaube, die Gäste waren dieses Mal genau wie letztes Jahr wieder sehr zufrieden. Hat Spaß gemacht, wir hatten ein schönes, ruhiges, familiäres Wochenende, bei dem wir gute, spannende Spielrunden hatten, ein paar Workshops. Am Samstag hatten wir sehr viele Workshops, eigentlich durchgehend. Also jeder, der nicht gerade gespielt hat, hatte da die Chance, auch seine Zeit anders interessant zu verplanen. Stargast Gary Chalk, der Illustrator von den alten Einsame Wolf-Bänden, war ja das ganze Wochenende da. Die Gäste haben das, glaube ich, mal als echtes Highlight gesehen, den Mann mal kennenzulernen. Er war meines Wissens auch das erste Mal jetzt in Deutschland. Stimmung hat er gemacht, also von daher war die Stimmung auch weit besser als nochmal letztes Jahr. Letztes Jahr war schon gut, aber diesmal hat Gary, also der war schon eine Attraktion, kann man sagen. Und es wird auch bestimmt wieder dann der dritte Manticon geben? Ja, ganz sicher. Also der Anfang war ja letztes Jahr, jetzt haben wir mit diesem Jahr das fortgesetzt und es ist ganz sicher, dass wir nächstes Jahr dann die nächste Manticon machen in 2014. Wird ungefähr wieder dasselbe im selben Zeitraum liegen, also entweder August oder September, das ist noch nicht ganz festgelegt, das müssen wir jetzt noch planen.
Aber ich denke, bis zum Spiel in Essen wird das feststehen und dann können wir das dann auch verlautbaren, wann genau die nächste Manticon stattfinden wird. Dann vielen Dank für deine kurzen Worte und wir sehen uns dann bestimmt auch wieder nächstes Jahr. Ja, ich finde es toll, dass ihr da gewesen seid und ich hoffe natürlich, dass alle Gäste auch wiederkommen und natürlich auch die, die jetzt noch die Manticon noch nicht kennengelernt haben, dass ihr dann nächstes Jahr dabei seid. Nutzt die Chance, kommt vorbei. Hier ist ein spannendes Wochenende zu erwarten. Alles klar, werden wir machen. Ciao. Mach's gut. Ciao. Bis dann.